Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute haben wir uns mal ein spezielles Thema rausgesucht und zwar geht es nicht wirklich um das Handwerk, sondern es geht um den Umgang mit dem Handwerker. Da hatte Julian auch einige Erfahrungen gemacht, oder Ju? Was sagst du dazu? Ja, hi, von meiner Seite habe ich tatsächlich ein paar Erfahrungen gemacht mit den Handwerkern und im Umgang mit denen. Ja, auch relativ spannende, erfreuliche, aber auch nicht so erfreuliche Ja, soll jetzt gleich am Anfang soll es mal darum gehen, wann hattest du eigentlich so deinen ersten Kontakt zum Handwerker? Also wann war das genau? Das ist schon sehr lang her. Das war auch noch, bevor ich hier das Haus überhaupt gekauft hatte. Also es ging dann schon hier um den Hausumbau damals, aber dann hat man eben erstmal so Angebote eingeholt und mal geschaut, was überhaupt so an kostenmäßig auf einen zukommen würde. Und der erste Handwerker war der Sanitärbetrieb, genau. Okay, und also hat es einen Grund gehabt, warum erst der Sanitärler? Ja, schon, weil die Bäder halt ziemlich fertig waren. Das war eigentlich klar, dass man das auf jeden Fall machen muss. Hier war ja nicht mal eine Zentralheizung eingebaut, also war schon klar, dass auf jeden Fall das Sanitärgewerk auf jeden Fall hier ran musste. Okay, und von dem hast du dir dann gleich mal die Angebote eingeholt oder hast du dir dann von allen Handwerkern, weil du wusstest dann, okay, du brauchst Handwerker 1, Handwerker 2, Handwerker 3 und dann hast du auch dir gleich schon die Angebote eingeholt, oder? Relativ zeitnah dann schon auch Fensterangebot eingeholt, okay. Elektriker, so für, ich glaube, einen Fliesenleger oder so war mal noch dabei. Also so die ersten paar Angebote, genau. Okay, und soweit ich mich noch erinnern kann, deine Handwerker hast du ja über deine Architekten bekommen. Nee, das war noch ohne den Architekten. Okay. Auch danach dann teilweise, also der Sanitär, der hier als erstes das Angebot auch abgegeben hat, hat es dann auch tatsächlich hier auch gemacht. Angebot wurde natürlich dann noch ein paar Mal angepasst, weil sich einfach die Anforderungen auch geändert haben. Ein paar Handwerker, die dann hier später gearbeitet haben, hat auch der Architekt eben engagiert oder mitgebracht, oder weil er die eben schon von anderen Baustellen kannte. Aber das war so teils, teils, genau. Okay, und wie stellt man sich das vor? Man trifft sich dann so auf dem Feld heimlich irgendwo oder vielleicht sogar an der Theke in einer Bar und spricht dann mit einem Handwerker das Ganze durch? Oder wie hast du ihn kennengelernt? Nee, du rufst halt an und sagst, du brauchst ein Angebot, du hast hier ein Bauvorhaben und dann kommt die auf die Baustelle. Dann guckt man sich zusammen an, sagt, was man ungefähr braucht und dann ist das eigentlich relativ einfach. Auch so ein kleines Verkaufsgespräch, natürlich versucht er sich auch gut zu verkaufen, weil er hat ja noch nichts sicher. Richtig, ja. Das merkt man auch immer ganz deutlich. So am Anfang ist es wirklich, wie du sagst, ein Verkaufsgespräch, wo die natürlich mehr oder weniger alles geben, um sympathisch rüberzukommen. Ja. Das kann sich dann schon ändern mit dem Laufe der Bauzeit. Was sich ja dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen, dann wird man jetzt gleich herausstellen im Gespräch, was sich dann auch geändert hat, oder? Also am Anfang sehr freundlich, was dann hinten raus vielleicht flacht ist, die Freundlichkeit. Ja, und, klar, was nicht so läuft, dann muss man halt auch. Aber kannst du ja gleich nochmal ein bisschen drüber erzählen, da hast du ja auch die ein oder andere Anekdote. Richtig. Super. Du hast ja was wegen der Baubegleitung noch angesprochen gehabt. Also die Baubegleitung macht ja hauptsächlich auch der Architekt, oder? Ja, das hat hauptsächlich der Architekt bei mir gemacht, eben aus Zeitgründen. Dafür haben wir ihn ja auch größtenteils auch hier engagiert gehabt. Aber natürlich muss es dann trotzdem der Bauherr, also ich, entscheiden, was wie gemacht werden soll, weil muss ja auch mein Geschmack nachher entsprechen und meinen Anforderungen. Ja. Okay. Also so Kleinigkeiten oder so, unwichtige Dinge macht dann der Architekt, aber die. Ja, ich stelle mir das so vor, also du hast eine gewisse Erwartung, also du weißt ja, wie dein Haus aussehen soll, du kommst ja mit der Idee, die, du willst von denen, dass die das so umsetzen. So, du hast eine gewisse Erwartung, die liegt bei 100% und dann muss ja auch irgendwie deine Erwartung erfüllt werden, sprich, in dieser Erwartung liegt ja auch die Qualität, die Qualität zu dem ganzen Handwerk und wer prüft es oder wie prüfst du das selber? Wird es geprüft und wie wurden deine Erwartungen dann umgesetzt? Ja, ein Haufen Fragen. Kannst du alles merken? Teils, oder? Klar kann ich es mir merken. Gut. Teils in manche Qualitätsdinge kann man vielleicht gar nicht so wirklich reingucken, weil die dann auch wieder zu sind. Also, wieder zugebaut werden und dann ist es vorbei oder man kennt ja auch die Materialien nicht oder weiß gar nicht, hätte es jetzt noch was Besseres gegeben oder war das hier das schon das Beste? Haben die mir was ganz anderes verkauft und haben jetzt was anderes verbaut, weil das so jetzt eins zu eins mit dem Angebot abprüfen, wenn da irgendwie Fachbegriffe draufstehen, gut, das kann ich nicht. Der Architekt war zwar natürlich auch seine Aufgabe, das dann so zu überprüfen, ob das auch passt, was im Angebot steht, was dann hier auch verbaut wurde.
Ja, aber klar, wenn jetzt hier natürlich irgendwelche Wände verputzt werden und dann gestrichen wird, dann sieht man schon, ob jetzt sauber gearbeitet wurde oder nicht. Also das ist ja relativ einfach. Oder jetzt, ob eine Türe richtig eingebaut wurde. Ja gut, das sieht man. Aber wie war das dann für dich? Also wenn du, guck mal, wir haben ja im Vorgespräch das Thema gehabt, wenn du, das ist halt eigentlich das Krasse, wenn du als Kunde irgendwo rein, also du gehst in den Schuhladen rein, ja, dann kommt gleich mal die Verkäufer, können wir ihnen helfen, bla bla, versuchen dir einen Schuh anzudrehen, sage ich jetzt mal, das muss ja nicht unbedingt sein, es kann ja wirklich ein toller Schuh sein und die wollen dir den verkaufen und bieten dir den an und sind mega freundlich. Also vom Kennenlernen bis zum Abschluss, bis Meistens, du ja. den Schuhkarton in deine Tüte drückst, die meistens eh zu eng ist, die Tüte, falls sie schon mal aufgefallen ist, und du dann wieder den Laden verlässt, sind die mega nett zu dir. So. Mit den Handwerkern kann ich mir das so vorstellen, wirst du gleich was dazu sagen. Die sind am Anfang nett, weil sie klar den Auftrag haben wollen. Natürlich ist es auch Charaktersache. Manche sind immer nett, andere verändern sich vielleicht, weil die auch Druck haben von anderen Baustellen. Die tanzen ja meistens auf zwei, drei Baustellen Ja. gleichzeitig, was ja schon mal auch fragwürdig ist. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das, was ich ansprechen möchte, wie war das für dich, wenn dir mal nicht was gepasst hast? Wie hast du mit den Handwerkern dann gesprochen? Ja, ist wie du sagst, Also weißt du, worauf ich hinaus will, ja? du musst da halt wirklich, du lernst ja den Handwerker kennen. Ja. Und dann brauchst du halt irgendwie eine gute Menschenkenntnis. Ich sage mal, die habe ich eigentlich ganz gut. Ich kann Menschen relativ schnell einschätzen, wie die so ticken, ob da jetzt viel Gelaber ist oder ob das schon Hand und Fuß hat, was die machen und jetzt auch, ob man mit denen mal wirklich dann schon ja, härter sprechen muss oder ob die es auch verstehen, wenn man eben in einem freundlichen Ton bleibt. Ich bin jetzt eher einer, der relativ lang versucht es auf einer freundlichen Basis eben rüberzubringen oder halt, ob man das dann in einem anderen Ton bei denen rüberbringen muss, dass man halt ja eine härtere Schiene fährt. Finde ich immer so ein relativ schmaler Grat, weil die Handwerker haben ja meistens ein bisschen mehr bei einem zu tun. Wenn dann in der frühen Phase schon irgendwas nicht klappt und man sich dann mit dem irgendwie halt verkracht oder ja, halt das Verhältnis schon immer so gut ist, dann finde ich, ist das glaube ich auch nicht optimal, weil dann glaube ich nicht, dass ein Handwerker noch motiviert ist, da optimale Leistung abzubringen und die Baustelle eben auch ordentlich zu Ende zu bringen, wenn man da jetzt schon direkt ja, Stress miteinander hat. Okay. Und also mach mal ein Beispiel. Also wirklich ein Beispiel aus der Praxis, was dir nicht gepasst hat und wie du Ja. dann mit dem umgegangen bist. Ja, man hat ja hier halt, der eine Handwerker war halt schon extrem im Verzug, weil er halt von einer anderen Baustelle, wie du auch gesagt hast, die haben ja mehrere Baustellen immer gleichzeitig, halt von einer anderen Baustelle schon Zeitverzug mitgebracht hat. Das hat sich dann bei mir natürlich auch wieder ausgewirkt. Und dann konnten wir bei mir keinen normalen Estrich mehr eben reinmachen, weil die Trocknungszeit zu lange ist. Dann haben die Gussasphalt verwendet, weil der schneller abtrocknet, aber halt auch teurer ist. Und dann habe ich das eigentlich nicht eingesehen, den Aufpreis dafür zu zahlen, weil erstens habe ich es nicht bestellt und zweitens war es auch nicht meine Schuld, dass wir den Pfad verwenden müssen. Und das war dann halt so ein Thema, wo man halt irgendwie regeln müssen, aber ja, er hatte halt noch so viel mit mir, bei mir zu tun, dass man da sich jetzt halt auch nicht ja, mega viel Stress hat ja, machen können mit ihm. Verstehe. Ich hab auch ein Beispiel von einem Freund, den du auch kennst, ein Schiedsrichterkollege von mir, der hat ein Haus gebaut und der hat mir erzählt, dass, also ganz, ich will es jetzt nochmal klarstellen, wir wollen jetzt nicht ein schlechtes Bild auf die Handwerker, schlechtes Licht auf die Auf keinen Handwerker, Fall, auf ne. gar keinen Fall. Da gibt's überall gibt's schwarze Schafe und wir denken halt, interessant ist, wenn man halt solche Themen anspricht für die Zuhörer und das Thema oder das Beispiel, was ich habe, da haben die Handwerker, was man auch oft sieht leider, wenn man um eine Baustelle rumläuft, liegt ein Haufen Müll rum. Müll, wo da nicht hingehört, von der Mittagspause oder Flaschen, Getränke, Zigaretten oder das Becher oder sonstige Sachen, die da halt rumliegen. Und bei dem ums Haus war ein Graben und da haben die den ganzen Müll reingeschmissen. Dann hat er dort bei dem Bauunternehmen angerufen und hat gesagt, hab, also was ist denn das? Da liegt überall, ja, man soll sich keine Sorgen machen, das wird alles aufgeräumt. So. Jetzt ist er auf die Baustelle hin und hat er gesehen, das liegt da halt immer noch rum, hat die Handwerker angesprochen, die auch gesagt haben, ja, alles gut. Das wird nämlich morgen, wäre das dann, also am nächsten Tag Machen wird Sie das zu. aufgeschüttet worden und kein Problem, die räumen das alles raus. Ja, natürlich, klar. Wenn die es aufschütten, glaubst du ernsthaft, dass die das wieder Quatsch. rausräumen? Quatsch. Was hat er gemacht? Hat seine Kinder geschnappt, ist einmal um das Haus rum, hat den ganzen Müll eingesammelt. Warum? Weil er halt auch keinen Stress mit denen haben Ja, will. richtig. Weil wenn er die noch anfängt anzupöbeln und das denen zu sagen, dann schütten sie es vielleicht erst in 5 Tage Oder auf. legen die noch irgendwo einen Oder toten Fisch in die Leitung? genau. Oder wenn es nur ein toter Fisch ist, ja. Ja. Da rein und
Das sind auch so Themen. Ja, das sitzt man irgendwie, ich weiß nicht, oder denken wir nur, dass man da irgendwie am kürzeren Hebel bei denen sitzt, weil die haben da schon in gewissem Maße eine Macht über dich, weil du willst deine Baustelle fertig haben und bist dann einfach vielleicht noch freundlich zu denen, wo das eigentlich hätte ich gar nicht mehr halt sein müssen. Also, richtig. Aber es ist halt so ein schmaler Grat. Ja, bei mir mit der Photovoltaikanlage ist ja genau das gleiche Grat. Haben wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ich eine bekommen habe. Die ist jetzt auf dem Dach, aber halt noch nicht angeschlossen. Anscheinend aufgrund Corona sind die so im Verzug, dass es jetzt halt ja wahrscheinlich noch 3-4 Wochen dauert, bis die dann überhaupt in den Betrieb geht. Mhm. Krass. Und ursprünglich war mal versprochen im Juni. Mhm. Und das ist jetzt auch die Frage, was macht man da jetzt? Ich brauche noch was von denen. Mhm. Aber so ist es halt. Ja. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Tipps oder so, was der Ju da machen kann, schreibt uns gern. Genau. Wir versuchen es dann umzusetzen oder Ju versucht es umzusetzen. Ich bin da schön raus aus der ganzen Sache. Aber du hast bestimmt auch gute Erfahrungen mit Handwerkern gemacht, oder? Nö, ein Quatsch. Ja klar, also das ist nicht, mit vielen kann man ja auch immer noch so irgendwas Privates reden oder wie es sonst halt so läuft und ja, auch mal so jetzt nicht unbedingt über die Baustelle reden und auch dann, wenn man mit denen mal länger redet, dass die das auch nicht auf die Stunden irgendwie aufschreiben. Und das finde ich auch immer ganz cool, dass man so ein bisschen was über die erfährt und auch die ein bisschen von anderen Baustellen erzählen, was die schon da so erlebt haben und wie da andere Kunden mit denen umgegangen sind, weil da hört man da auch immer raus, dass es natürlich schon viele Kunden gibt, die auch nicht so freundlich zu den Handwerkern sind und denen schon irgendwie, ja, die halt wegen jeder Kleinigkeit anzählen und das erzählen dann die Handwerker schon auch, weil das natürlich für die dann auch keinen Spaß macht. Ja, klar. Und das finde ich dann auch immer schon ganz interessant, dass da, ja, das gibt solche und solche Handwerker, das ist schon ganz spannend. Mhm. Ich kann mich an einen Handwerker erinnern bei dir, der draußen die Außenanlage gemacht hat. Das ist zum Beispiel menschlich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Ja. Dem geht es ja aktuell, oder der hatte da einen kleinen Vorfall, dem geht es nicht so gut, dem wünschen wir natürlich auch alles Gute. Genau. Aber das ist natürlich ein Beispiel, wie man auch mit Kunden umgehen kann. Genau, richtig. Und was dann natürlich auch von dir dann halt kommt, dem bringst du dann halt mal einen Kaffee raus oder dem irgendwas oder ein kleines Schwätzerle oder... Und der macht vielleicht auch mal ein bisschen was mehr, wo man ihm vielleicht nicht bezahlt hat oder wo man nicht beauftragt hat. Genau. Das ist dann einfach... Richtig. Finde ich, da kann man immer mehr von profitieren, wenn man zu Leuten freundlich ist. Richtig. Klar, manche juckt das auch gar nicht, aber das merkt man auch relativ schnell, ob die jetzt mit einem Kontakt haben wollen oder auch nicht. Richtig. Aber, ist auch oft Charaktersache. Ja, das ist relativ interessant, finde ich. Okay, würdest du die Handwerker, kannst du die irgendwie kategorisieren? Also würdest du sagen, es gibt Handwerker, sagen wir mal, schulnotenmäßig, im Durchschnitt, oder machen wir das mal so, das ist eine gute Idee. Im Durchschnitt, wie würdest du deine Handwerker schulnotenmäßig bewerten? Schon hätte ich gesagt, so ja, 2 bis 3. Also relativ gut, hätte ich gesagt. Ja. Also ich war damals zufrieden gewesen mit einer 2 bis 3. Die Ansprüche sind halt verschieden. Ja, das stimmt. 2 bis 3 finde ich enorm. Nee, das war schon ganz okay. Also ich kann hier echt nicht klagen. Das Haus steht. Ja, und es hat auch alles mehr oder weniger im Terminplan gepasst. Also deshalb, das ist jetzt hier nichts Dramatisches. Deshalb, das sind die Kleinigkeiten. Noch eine Frage, wie war aber grundsätzlich die Erreichbarkeit, wenn du die versucht hast, die anzurufen? Katastrophe. Ja. Also ja, ich habe auch immer noch einen Fall hier. Meine Rollläden haben einen Hagelschaden leider schon teilweise bekommen. Müssen ausgetauscht werden und der Handwerker ist einfach nicht mehr zu erreichen. Oder was ist schon zu erreichen? Er sagt, er kommt morgen und kommt morgen war schon oft. Okay, krass. Also er kommt einfach nicht. Ja. Also Erreichbarkeit ist echt so eine Sache. Ich glaube, das ist eine Organisation von den Leuten. Es gibt Handwerker, die sind top organisiert. Ja. Die wissen dann ganz genau, oder vielleicht verschiebt sich schon noch mal was, aber die haben dann auch einen ehrlichen Umgang mit dir und sagen dann, hey, sieht gerade aktuell so und so und so aus. Ich weiß nicht, wo ich es unterschiede. Dann bist du als Kunde ja auch informiert und ist doch kein Problem. Ja, aber sag nicht immer morgen oder nächste Woche oder. Das ist doch. Das ist wie eine Beziehung. Ja. Man lebt sich dann irgendwie auseinander und dann ist das so eine Spannung. Ja, und dann musst du in dieser Spannung miteinander arbeiten. Ja. Das schadet doch dir als Handwerker und das schadet doch dann auch deinem Kunde, weil der würde dich auch nie weiterempfehlen. Richtig. So. Ich würde nicht schon immer weiterempfehlen, obwohl er hier die Fenster eingebaut hat, aber das jetzt ist ganz katastrophal. Richtig. Und bloß weil man
vielleicht in meiner Meinung jetzt gerade aktuell viel zu tun hat und ausgelastet ist und gutes Geld verdient, heißt es nicht, dass du noch nächstes Jahr gutes Geld verdienst. Und ich denke halt immer, dass es ein Geben und Nehmen ist und auch einfach ein offener Umgang. Und Der Service danach gehört ja genauso, finde ich, dazu bei den Handwerkern. Brutal. Also eine Baustelle ist zwar dann abgeschlossen, aber mehr oder weniger sind das dann trotzdem noch meine Ansprechpartner. Was, wenn jetzt in eben einer nahen Zukunft noch da irgendwas mit den Sachen nicht in Ordnung ist, weil die haben es eingebaut und deshalb. Voll. Ja. Voll. Ja, also ich finde es ein spannendes Thema, was natürlich auch im Gespräch dann viel auch mit Psychologie zu tun hat. Wie spreche ich in einer Spannungssituation dann mit meinem Handwerker, wo ich weiß, wie wir rausgestellt haben, du sitzt am kürzeren Hebel und die sitzt am längeren. Komische Situation irgendwie. Man bezahlt die zwar, aber im Endeffekt, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen oder vielleicht von euren Erfahrungen uns berichten wollt, schreibt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail oder geht auf unsere Homepage www.derhöfliche-derbaustein.de und da könnt ihr euch dann auch verlinken lassen auf sämtliche Seiten von uns. Es ist der Wahnsinn, ihr werdet begeistert. Also wir haben Nachrichten bekommen, das war, die Menge hat getobt, ja. Genau, geht einfach mal drauf, schaut es euch an und wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffentlich ihr auch. Also bis bald. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.